Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zur nächsten Episode der legendären Arkane Schwarze Gruftkönige Kampagne. In dieser Runde leveln wir zuerst mal Arkane Schwarzen auf. Wir geben ihm nächste Stufe der Purpursonne. Sollen wir das machen? Wird's ein bisschen günstiger. Ist nicht schlecht. Machen wir. Und dann geben wir ihm auch noch anschließend Magieerdung, sobald wir es können. Wir gehen wieder zurück in unser Gebiet, damit unsere Truppen sich regenerieren und seht, wie schnell das funktioniert. Ach du Schande. Das ist eine gefährliche Armee. Der möchte ich eigentlich nicht so richtig begegnen, aber aussuchen kann ich es mir ja nicht. Wird schon passen. Hier verscheuchen wir die Zwerge und hier erobern wir Galbarats und dann gehört endlich der größte Teil der Wüste uns und es stehen nur noch die Echsenmenschen im Osten uns im Weg. Dann brauchen wir noch ein paar Runden, um unsere zusätzlichen Dynastien hier zu erforschen. Ich lasse die jetzt mal 10 mal runterticken. Genau, können wir uns hier einen hohen Vorlaufstellung für Streitwagen. Bessere Ushab, die Großbogen und Skelettbogen schützen. Das ist nicht schlecht. Wer hat denn besonders viele Großbogenschützen? Die hier. Und die Leute hier haben auch haufenweise gute... Nein, Moment, war falsch. Skelettbogenschützen. Nehmen wir den mit. Präzision eines Falken. Könnte gut sein. Brauchen wir den hier. Mehr Einkommen. Ankündigung Einkommen nach Beute nach der Schlacht wäre auch nicht schlecht. Aber das ist jetzt nicht so, als würden wir es unbedingt brauchen. Deswegen lassen wir es erstmal und forschen auf. Gruftkönig. Kann ich die hier irgendwie verlangsamen oder Einheiten angreifen? Probieren wir mal aus, ob das klappt. Und. Erfolg. Ja. 2 Minotauren gekillt. Ist nicht übel. Nicht übel. Und wir machen ihn weiter zum Nahkampf-Lord. Vielleicht sollten wir ihm sogar ein paar Fähigkeiten aus unserem Workshop, dem Totenkult, geben. Überlege ich mir noch. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. Ab in die nächste Runde. Die Zwerge hier auf der rechten Seite werden mit Sicherheit flüchten, weil sie nicht gegen die ganzen Ushabti kämpfen. Boah, der Grien heute. Unsere nächste Provinz kann auf Level 5 aufgelevelt werden für noch einen weiteren Hero-Titan. Sehr gut. Geld haben wir auch genug dafür. Und übrigens habe ich mein Mikrofon auch schon im letzten Video ein bisschen anders platziert. Vielleicht kann man mich deswegen hoffentlich besser verstehen. Weiß nicht. Nee, es war nicht meiner. Ein Zauber kaputt gemacht, aber scheinbar nicht. Was will Quick? Willst du Frieden? Militärischer Zugang? Gruftinger haben Probleme. Großzügige, gefällige Sklaven. Helfen? Ratten in mein Gebiet lassen? Nein. Das, ich glaube, das ist keine gute Idee. Das lassen wir mal. Lassen wir sie hier mal gegen die Hexenmenschen kämpfen. Das ist für mich gut genug. Gut, vielleicht sollte ich mich wirklich mit den Skaven anfreunden. Verstärkung behindern. Danke. König Ramek hat zu Mustern gewechselt. Jetzt sind schon 2 Armeen da. Oh nein, ihr Mistkerle. Haben wir eine Mauer? Nee. Oh, wie ich Zwerge hasse. Oh, jetzt erobert er den ganzen Kram auch noch. Hat wahrscheinlich alles abgerissen, was da drin gewesen ist. Und ich kriege natürlich nicht. Und wahrscheinlich ist sofort eine volle Garnison da. Ja, natürlich. Siedlung ausgeraubt und Siedlung verloren und plündern und König Kakalek ist wieder da. Fürst Menkaus ist auch da, der ist auch nur am Sterben. Nur mal den Typen um, geht nicht, weil er gerade gekommen ist. Na toll. Argul Migdal wurde völlig dem Erdboden gleichgemacht. Wenigstens hat er noch keine Garnison, so wie es aussieht.
Das nutzen wir aus und vernichten diesen dreckigen, ungewaschenen Bastard. Das Kräfteverhältnis gefällt mir nicht so gut, wie es sein sollte. Das heißt, das müssen wir mal wieder von Hand schlagen, obwohl unsere Armee eigentlich total elitär ist. Also los, rein da. Kratzador Drachenschlechter. Das hört sich eigentlich anders an, ja. Sieht aber nicht so aus. Gut, was haben wir hier? Wir haben unsere Phalanx, wir haben unsere Gruftwache. Und unsere Usirians-Legion. Packen wir die ungefähr so hin. Das ist ein riesiges Chaos, aber das macht nichts. Wir sind trotzdem glücklich. Wir haben unseren Gruftkönig, unseren Necrotecten, der uns heilen kann. Ushabti packen wir zwar auf die rechte Flanke, zwar auf die linke Flanke. Außerdem unsere Ushabti mit Großbogen, die kommen in die Mitte. So. Ihr seid Gruppe 2, nein, Gruppe 5, ihr seid unsere Kavallerie praktisch. Und unsere Kavallerie ist... Kavallerie. Gut, können wir die irgendwo hinstellen, wo wir den Gegner überraschen können? Ich glaube eher. Gut. Und der Necrotect, schaut mal, dass er keinen Mist macht. Plus 5% rüstungsdurchdringender Schaden. Necrotect ist echt nicht stark genug für meinen Geschmack. Okay. Dann vielleicht sollten wir auf jeden Fall recht aggressiv mit unseren Ushabti vorgehen. Wir packen die hier hin und los geht's. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ah, sieht so aus, als kann er gar nicht richtig zielen auf der Seite. Das soll mir nur recht sein. Können wir hier schon schießen? Kavallerie bringen wir hier hinten rüber. Und? Oh ja. Ach. Ja, wir treffen, aber wir treffen nur so mäßig. Okay, vorwärts. Ihr könnt aus eurer Formation rausgehen. Und ein bisschen schneller bewegen. Oh, wir haben den Schwarm. Ich hoffe, er nützt uns was. Oder gehen sie weg? Ja, es hat geklappt. Es hat geklappt. Nicht übel. Hier gehen unsere Schüsse irgendwie alle daneben. Stellen wir unsere Schabte hier an die Seite und schießen von der Seite rein. Und wir greifen jetzt einfach an. Angriff. 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 Schabte kommt hinterher. 1, 2, 1, 2. General auch. Hier läuft von den Gegnern weg. Ihr positioniert sich an der Seite und schießt auf alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und auch das, was fest ist, schießt ihr auch kaputt. Danke sehr. Ushabti, ja, schlagen sich ganz gut. Jetzt hätte ich einen Gruftschwarm in diesen Blob reinwirken sollen. Unsere Kavallerie soll ich dazu ausnutzen, diese Musketenschützen zu erledigen. Gut. Sehr gut. Ihr sucht euch einfach selber eure Ziele aus. Wenn ich euch hier was vormache, dann gefällt euch das eh nicht. Nicht wahr? Ja. So würde es vermutlich sein. Eine Heilung auf die Ushabti. Die schießen mal wieder gar nicht richtig. So, wir sind hier durchgebrochen. Das ist gut. Und hier sollte man die gegnerische Grollschleude kaputt machen. Oh Mann, die Zwerge leisten hier bitteren Widerstand. Mehr als ich mir gewünscht habe. Stärken wir mal hier ein bisschen. Oh, sind das Geister? Das heißt unsere Geisterlegion. Das macht gar keinen panzerbrechenden Schaden. Eigentlich sind die total schlecht. Aber es ist wohl so ein Terror und Panik. Und das ist gut.
Schieß mal auf die. Zeigt, was ihr könnt. Und unser Gruftschwarm ist gleich bereit. Ausgezeichnet. Hier rein, hier unterstützen. Und Gruftschwarm. Ich hoffe, er greift uns, macht uns bei uns selber nicht Schaden. Wir werden sehen. Ja, er macht bei uns keinen Schaden. Das ist ja toll. Der Lord kann das gar nicht laufen. Ja, unser Necrotech ist gleich tot. Ah, was für ein schlechter Nahkämpfer. Taugt nix. Taugt nix. Aber es ist auch nicht mehr nötig. Zwerge sind erledigt. Oder? Ah, sind immer noch welche übrig. Ich dachte, wir hätten die Linie gebrochen, aber nein. Sie wollen noch nicht zu Ende sein. Wenigstens haben wir einmal tatsächlich schnellere Einheiten als unsere Gegner. Das ist schön. Was macht ihr denn? Ihr macht gar nichts. Greift die mal an. So, ihr greift die an. Ihr macht mal die Armbrustschützen vollends kaputt. Ihr schießt hier auf die. Hier sind noch 5 Zwergenkrieger übrig. Danach schnappen wir uns die Armbrustschützen da drüben. 4, das reicht. Oh, der Fanning, geht's nicht gut. Ich glaube, die meisten unserer Schüsse treffen uns selbst. Aber nein, jetzt sind wir durch. Sehr gut. Schauen wir, dass wir noch die gegnerischen Truppen maximal vernichten. An 3 Armbrustschützen sind hier übrig. Schauen wir, dass wir hier die Zwergenkrieger erledigen, damit die nicht zurückkommen. Hier machen wir die Armbrustschützen kaputt. Hier fangen wir Khazor Drachentöter, der überhaupt keine Lebensenergie verloren hat, was mir gar nicht gefällt. Hier wollen Zwergenkrieger abhauen. Lasst sie nicht entkommen. Speerschleuder. Schauen wir, dass wir die auch kaputt kriegen. So, noch 2 Stück sind übrig. Ich glaube, die sind damit tot. Und diese Zwergenkrieger 0 von 75. Was für eine merkwürdige Zahl. 3 von 75. 21. Schauen wir, dass wir auf die schießen. Die sind, glaube ich, damit auch weg. Noch 5 übrig. Hier ist 0 übrig. Was weiß ich, wie das funktioniert. Die Musketenschützen wollen wir noch wegkriegen. So, und hier den General. Klar, den General wollen wir auf jeden Fall kaputt machen. Schnappt sie euch. Schnappt ihr, ich weiß, ihr könnt es. Da haben sie alle zerschossen. Sehr gut. Musketenschützen sind weg. Noch 5, glaube ich. Weiß zwar nicht, ob das stimmt, aber ich vermute, dass wenn nur noch 10% oder weniger von einer gegnerischen Einheit übrig sind, nachdem die Schlacht verloren ist, wird sie aufgelöst. Und je mehr gegnerische Einheiten nicht zurückkommen können, desto besser für mich. Moment mal, ach, ich habe jetzt gerade vergessen, das ist ja eine Stadt, das ist ein Stadtkampf, oder? Dann sind die sowieso tot. Ja, das habe ich vergessen. Ich Depp. Egal. So, das heißt, Drachenschlechter hat erstmal gewonnen, aber... Also er hat nicht gewonnen, aber er ist nicht tot. 169 Kills, gefällt mir gut. Aber er wird irgendwann im Nachhinein, er wird wahrscheinlich in der Wüste von irgendwelchen Ushabti, die aus dem Boden kommen, zerrissen. Ein passendes Ende für einen. Und ihr habt gesagt, ich sollte nicht so viel Ushabti mitnehmen. Also gut, besetzen wir den Spaß wieder. Und fangen an, es wieder aufzubauen. Wir brauchen irgendwas, mit dem wir mehr Bevölkerung kriegen. Also her mit dem Wachstum.
Wie sieht's hier aus? Hier sieht's gut aus. Wir können weitere Garnisonen bauen, aber wir wollen erstmal nicht. Wir wollen erstmal unser Geld hier sparen. Okay, das wäre Nummer 1. Belagern die uns? Nein, die plündern nur 1000 Gold pro Zug. Sei bist du deppert. Und die sind auch neutral. Ja, wir plündern euch, aber wir sind doch eigentlich noch Freunde, oder? Nein. Nein, sind wir nicht. Greif sie an. Fehlschlag. Ach, danke. Nun gut, machen wir uns erstmal Nikolandor. Was? Lebt er schon wieder? Oh, ich habe ihn noch gekillt. Ist er schon wieder da? Unglaublich. Und wir kriegen ihn nicht mal. Das ist auch noch mein Feind. Attentat kann ich auch nicht machen. Doch, jetzt hier. 80% Chance für ein negatives Ergebnis. Hm. Ganz schön hoch. Können wir uns eigentlich hier ersetzen? Den besseren hier. Lakash der zweiten Dynastie. Den nehmen wir doch, oder? Den nehmen wir. Packen wir den ganzen Kram hier weg. Und geben diese Armee an Lakash der zweiten Dynastie. Moment mal. Hier sollte doch ein Ushabti-General rein, oder? Auf jeden Fall. Nun gut. Gebe ihm trotzdem irgendwas. Rüstung plus 10, Handwaffe, Heiltrank. Heiltrank ist immer gut. Okay. So viel dazu. Hier können wir unseren Gegner jetzt endlich überrennen. Und das machen wir jetzt auch. Oh, Moment mal, was ist das denn hier? Es ist nicht Cetra. Es ist nicht Cetra. Ein Glück. Gut, erster Schritt, belagern. Von Galbadas. Und in der zweiten Runde die äußere Armee angreifen. Und er haut ab. Auf Wiedersehen. Und jetzt die Armee. Jetzt alles vernichten. Oh ja. Das ist der Untergang. Was? Ich kann nicht angreifen? Weil die falsche Armee belagert, so wie es aussieht. Na gut, dann belagern wir mit der anderen Armee. Das wird schon klappen. Das ist auch in Ordnung. So, was ist hier? Hier ist ein Hero-Titan, der ist gefährlich, der Rest ist mäßig. Wir müssen nur auf unsere Lade diesmal aufpassen, damit ich sie nicht schon wieder eine verliere. Wie immer eine Speerträgereinheit bei der Lade lassen. Immer. Und ich hoffe, dass Kobold dir gefallen, immer ein bisschen mehr als 20 Minuten haben. Obwohl es eigentlich keine Absicht ist. Eigentlich soll ich nächste Episode spielen. Aber wir machen das jetzt fertig. Trainer Ranald, sei mit uns. Na, besser als nichts. Gut. Wie platzieren wir uns? Warum ist das alles so neblig? Kann ich gar nichts sehen. Naja, egal. Okay, folgendes machen wir. Lade kommt hier hin. Ein Regiment Phalangiten. Dazu, ihr seid untrennbar miteinander verbunden. Bogenschützengruppe 3. Ihr kommt hierher. Der Rest unserer Truppen wird vorstürmen. Die mit den Schilden natürlich voran. General kommt mit. Und das reicht mir jetzt ehrlich gesagt auch. Wir laufen einfach vor.
Ich glaube, wir haben sowieso eine deutlich höhere Reichweite als unsere Gegner. Na? Hier schauen wir, dass wir an der Seite vorbeilaufen. So, Rest der Armee auch schon da. Hier schießen, hier schießen. Hier auch schießen. Und ihr klettert einfach da hoch. Los. Los, hoch wieder. So, sehr gut. Wir haben unseren Schwarm. Unsere Schwarmfähigkeit. Packen wir hier hin. Sieht doch gut aus. Verstärkungen sind auch schon da. Auf die Mauer, auf die Lauer sitzt eine kleine. Nee, krassnische Kriegereinheit. So, vor mit euch. Warum schießt denn hier nicht mehr? Schießt, schießt, schießt. Und auf der anderen Seite können wir mal durch das Tor brechen. Los geht's. So, wo sind unsere tollen Regimenter? Hier, lauft mal vor. Verzeihung. Oh. Schießt schon wieder. Hier sind Nekropolenritter. Die sind allerdings Mist. Jedenfalls, wenn man sie selber spielt. Vermutlich sind sie wie immer total OP, wenn der Computer sie hat. So, können wir das irgendwo casten? Nicht so richtig. Und auf der Mauer funktioniert es ja leider nicht, wie wir schon gesehen haben. Okay, aber macht nichts, macht nichts. Wie kriegen die auch so kaputt? Schöner Treffer. Oh, da ist der Hero-Titan. Da ist der Hero-Titan. Mit etwas Glück kommt er sogar raus. Wie sieht's aus? Pförtnerhaus ist noch gut am Leben. Wo schießen wir als nächstes drauf? Schießen wir mal hier drauf. Fernkämpfer feuert hier hin. Unsere Gegner sind so gut wie tot. Und wir haben nochmal einen Gruftschwarm. Wir haben ganz schön viele Gruftschwärme, sehe ich gerade. Casten wir sie mal. Hier sind Gruftwache, hier sind nur Skelett-Speerträger. Casten wir sie mal hier hin. Jetzt ist ja sowieso gleich alles kaputt. Aber so beschleunigen wir alles nochmal ein bisschen. Pförtnerhaus auch gleich auf. Sehr gut. Schicken wir unsere Truppen zurück. Die können dann von außen hier auf den Hero-Titan schießen. So, ihr schießt hier drauf. Sieht gut aus. Das gehört alles uns. Oh, da sind die. Shabti. Aber sie wurden geschlagen. Jetzt bin ich froh. Was bin ich froh. So, die kriegen einiges an Feuer ab. Oh, was ist das denn hier? Diese komischen Geier kommen raus. Ugh, schieß nicht mehr. Schieß, lade die Pilotes. Brauchst jetzt nicht mehr schießen, ist okay. Hero Titan versteckt sich gerade. Feige, feige Sau. Und mit unseren Bogenschützen können wir jetzt, glaube ich, mal hier hingehen. Lauft mal hier hin. Ich hoffe, ihr geht nicht durch die Türe, weil dann seid ihr alle tot. Wegen Hero-Titan.
Nee, gehört auch dazu. Na los. Über die Mauer. Das sieht nicht aus, als würdet ihr über die Mauer gehen. Ihr wollt alle durch die Türe, oder? Nein? Nein, doch nicht. Ah, perfekt. Aber ihr zwei wollt durch die Türe gehen. Das wollen wir aber nicht. Kommt, lauft. Und dann schießen wir alles kaputt. Können wir schaut im Großbogen irgendwie hier hinten hinschießen? Oh ja. Sie können. Und sie werden. Wie am Schießstand. Dafür, dass Total War Warhammer 2 so schön aussieht, gucke ich es mir ehrlich gesagt unglücklich selten. Aus der Nähe an. Sie drehen uns auch den Rücken zu. Mal sehen, ob sie sich bewegen werden. Oh, was ist das denn? Na, sie bewegen sich. Schade eigentlich. Ja, okay, komm, mach mal den Hero-Titan kaputt. Oh, er kommt raus. Beziehungsweise oder rein oder... Ja, da will ich eigentlich nicht gegen ihn kämpfen, Leute. So Mist. Okay, kommt, greif ihn mal an. Ich sehe schon, das muss jetzt sein. Ist eh gleich tot. Skelettbogenschützen gehen gleich drauf. Es war nichts in der Sache. Kommt mal hier runter und greift die Nekropolenritter an. Ihr habt Hellebarden, dazu seid ihr besonders gut geeignet. Und jetzt schießen wir die wenigstens ein bisschen ab. Los, los, los. Gucken wir uns das mal aus der Nähe an. Warum nicht? You shall not pass. Ihr kommt nicht vorbei. Aber ich habe ein paar alte, ledrige Lappenfliegviecher. Keine Chance gegen alte, ledrige Lappenfliegviecher. Würde ich mal sagen. Der Hero-Titan ist schon gleich im Eimer. Und ist er tot? 2700 Lebenspunkte hat er noch. Rein in den Angriff. Gleich fällt er, das will ich mir ansehen. Oh, da geht er down. Nimm noch ein paar unserer anderen Skelette mit. Aber das macht nichts. Und damit zerfällt die gesamte gegnerische Armee. Gebe ihm noch einen mit. In seiner Panik versucht er noch was zu reißen, aber nein, es ist zu spät. Er hätte den Hero-Titan vorher. GG. König Tutmokris. Du hast auf ganzer Linie versagt und Setra wäre nicht stolz auf dich. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Oh, das waren wohl Geschwister. So, nachdem wir Tutmokris und Tutmokris besiegt haben, gehört uns die letzte Stadt. Von Camry. Und wir werden sie sofort einnehmen. Ja, damit. My New City. Hey, wir haben Zwerge drin gelebt. Aber irgendwie ist es auch eine Orkstadt. So. Nee, oder? Camry müsste doch jetzt im Eimer sein, oder? Wo ist denn Camry?
Mal sehen, kann ich mit ihnen noch irgendwie handeln? Ihr könnt mit dieser Fraktion nicht verhandeln. Kann ich wenigstens sehen, wo sie ist? Ich glaube, sie sind tot. Oder? Das gehört Waldelfen. Die sind ganz schön rumgekommen. Ich glaube, das war's. Ich glaube und ich hoffe sehr, dass es das gewesen ist. König Orkaff, du kriegst, was hast du eigentlich in deiner Armee? Sehr viele Gruftwächter und Fernkämpfer. Ah, mehr Geschossschaden. Der Armee würde das gut tun. Und ihr, ja, ihr könnt euch mal ein bisschen regenerieren. Hier, okay. Ich denke, der Armee geht sowieso gut, wir haben nichts verloren. Mit denen können wir erstmal zurückgehen. Was haben wir hier? Was will ich denn damit? Überall königliche Grabkammern. Die brauchen wir echt nicht überall. Aber okay. Mit der Armee bewegen wir uns erstmal wieder zurück. Und dann gehört uns, glaube ich, so langsam aber sicher alles. Den Held kriegen wir nicht kaputt. Den müssen wir nicht kaputt kriegen, weil er versagt hat. Und so gut wie tot ist. Numas lebt. Wir brauchen hier unbedingt eine Mauer außenrum. Stattdessen hat er überall eine königliche Grabkammer. Die reißen wir jetzt ab. Dann stellen wir da eine Mauer hin, damit wir gegen die Echsenmenschen geschützt sind. Denn die breiten sich gerade unangenehm aus. Ich frage mich, ob sie damit hier diese Echsenmenschen überrennen können, aber es sieht nicht gut aus, die Armee ist mega elitär. Puh. Falls wir gegen die Echsenmenschen kämpfen wollen, wird das ein harter Kampf. Vielleicht können wir uns mit ihnen einfach verbünden. Die Toten sind wieder den Plan der Alten, nein. Offensichtlich finden sie das nicht gut. Schade. Können wir den Gegner irgendwie aufhalten? Armee blocken. Kommt. Gute Arbeit, Man Chaos. Gute Arbeit. Und Zwerge fallen gerade hier weiter auseinander. Aber gut, Argul-Migdal ist verteidigt. Die Zwerge werden da keine Chance haben, rauszukommen. Ja, Eisendrachen-Granadiere. Eine der neuen Einheiten mit... Was ist Kopas Mods? Schön, die zu sehen. Und Meister Technicus. Toral... Na gut. Wahrscheinlich werden sie versuchen, nach Munumas zu gehen, um uns aufzuhalten und uns Probleme zu bereiten. Was ich nicht gut finde. Wir sollten dann, sobald es geht, anfangen, Hero-Titan auszubilden. Sobald wir ein bisschen Ruhe haben. Und das ist jetzt wahrscheinlich so in 2-3 Zügen soweit. Aber die dürfen jetzt gerade nicht an Beweglichkeit verlieren. Wir müssen uns weiter in Bewegung halten, solange noch die Zwerge da sind und uns ärgern. Gut, in der Zwischenzeit. Das hier brauchen wir nicht mehr, obwohl plus 5% Steuern ist natürlich immer gut. Öffentliche Ordnung ist auch positiv. Können wir das eigentlich erstmal drin lassen. Hier beim Auge des Panthers brauchen wir auch kein weiteres Wachstum mehr. Ich glaube, Unverdorbenheit noch weiter zu erhöhen ist auch nicht wirklich notwendig. Aber wir lassen es erstmal stehen. Oh, da ist der Hero-Titanwächter für das Ptra. Jetzt sehe ich ihn. Ach, das ist ein großes Ossuarium. Das haben wir noch gar nicht. Okay. Dann müssen wir das mal hier bauen. Dauert 3 Züge. Dann können wir den auch rekrutieren. Vielleicht haben wir dann 2 Hero-Titanen mit einem Hero-Titan-Gebäude. Wäre auch nicht schlecht. Haben wir schon Salz? Salzmine? Wir haben Marmor, Götzen, exotische Tiere. Salz haben wir tatsächlich noch nicht.
Handelspartner haben wir ehrlich gesagt auch nicht so viele. Mit ihnen können wir nicht handeln, mit den Vampirfürsten handeln wir, Kolonien der alten Welt. Ihr wollt natürlich nicht handeln. Alle, die mit mir handeln wollen, tun es bereits. Hexwartel verbessert sich. Nee, sieht nicht so aus, als können wir weitere Handelsabkommen haben. Wie viel unseres Geldes stammt eigentlich aus Handelsabkommen? Plus 1000, ist nicht schlecht. Ja, ich glaube, nehmen wir das mal noch mit. Einfach damit wir das auch haben als Salz. Vielleicht können wir dann tatsächlich mal was Nettes hier Neues auf der Seite bauen, sobald wir unsere nächste Armee... Wir bräuchten einen gemeißelten Obsidian, der wäre gut. Den würde ich mich haben. Okay, aber genug davon, genug rumgelabert. Wir gehen jetzt in den nächsten Zug. Ist ganz schön stark, wenn ich bedenke, wie viel Fullstacks ich habe und die sind gleich stark. Waldelfen auch. Puh, Lothären sind auch stärker. Aber wenigstens ist es nicht so gnadenlos unbalanced, wie den normalerweise alle anderen Fraktionen. Oh nein. Da müssen wir was dagegen tun. Das wird nicht freundlich sein, was die Hochelfen da machen. Die werden garantiert... Wir handeln zwar gerade mit ihnen, aber die werden uns garantiert den Krieg erklären. Da müssen wir vorsichtig sein. Zum Glück können wir bald weitere Armeen rekrutieren. Und das dauert zu lange. Und was macht ihr? Ihr belagert uns. Ehrlich. Ach, Fürst, noch ein Menkaus ist tot. Menkause gehen drauf. Ihr seid eine Enttäuschung. Wollt ihr jetzt Frieden? Ihr wollt jetzt Frieden? Ihr wollt Frieden. Na gut, dann nervt mich wenigstens nicht mehr. Ist okay. Krieg erklären. Diese Fraktion hat euch den Krieg erklärt. Deren Verbündete. Ihr seid eine Fraktion mit einer Provinz. Und ihr erklärt uns den Krieg. Kaltblütige Logik? I think not. Aber seien wir ehrlich, das war jetzt nur ein Trick. Das war nur ein Trick, damit diese anderen Hochelfen uns den Krieg erklären können. Fies. O mächtiger Herrscher, hat euch zu großem auserkoren. Oh, das hört sich an wie Ascoba. Ratschläge wächst eure Macht mit. Gut. Opfer für Madlan. Feindliche Heldenaktivität. Fataler Fehler. Sehr gut. Erfolgreich. Verwundet. Siedlung belagert. Plündern. Kapitelziel erreicht. Die Gruftkönige leben immer noch. Wahrscheinlich, weil sie uns gerade belagern. König Ramek ist es. Das ist eine feindliche Armee. Orden der Lehrmeister. Mit diesen lächerlichen Elite-Armeen, die Ascoba gemacht hat. Ascoba! Warum? Warum? Ja, wir brauchen eine Garnison. Wir brauchen alles Mögliche. Aber wie das Ganze weitergeht und wie wir diese Armee zurückschlagen. So schafft die General, den sollten wir eigentlich auch einsetzen. Sehen wir in der nächsten Episode. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.